Matsch, matsch. Willkommen zum hier trinken oder mitnehmen. Hier trinken, bitte. Was hättest du denn gerne? Und da brauchst du noch eine Weile zum Entscheiden. Ich würde gern sofort bestellen. Keine Eile. Ist es okay, wenn ich etwas Komplexes bestelle? Du kannst bestellen, was du willst. Solange ich die Zutaten hier habe. Ist dann... Weißt du, wie man einen Masala Chai macht? Der Tee mit Gewürzen? Ja. Dann hätte ich gern einen Masala Chai. Okay. Was ist daran komplex? Masala Chai. Okay, haben wir noch nicht eine Liste. Ja, da muss ich mal googeln, bevor ich mich blamiere. Der Masala Chai, das hat irgendwas mit Tee zu tun, ne? Masala Chai. Das gibt's wirklich. Hatte ich mir gedacht. Wikipedia sagt, Masala Chai bezeichnet in ganz Südasien ein Getränk aus Schwarztee, Milch, Zucker und einem Gewürzmischung. Ah, okay. Also Kaffee, Milch und eine Gewürzmischung. Maybe Zimt. Kann man Zimt für nehmen. Kaffee, Milch, Zucker und Gewürz könnte Zimt sein, ja, super. Ich denke mal. Milch, Zimt, Kaffee. Na. Das Getränk ist fertig. Es ist das, was dem am nächsten kommt. Also. Ach, scheiße, Schwarztee. Nicht schwarzer Kaffee, sondern Schwarztee, Milch und Zucker. Ich konnte es ja wahrscheinlich nur fertig machen, falsch machen. Aber Schwarztee haben wir auch nicht. Darf ich normal machen? Ich. Ja. Nicht. Ich probiere erstmal. Wie gedacht. Was hältst du davon? Oh, sorry, ich habe vergessen, dass du zuhören kannst. Es schmeckt gut, aber es ist nicht das, was ich bestellt habe. Oh, sorry, mein Fehler. Tut mir leid. Kein Problem. Bist du dir sicher? Ich habe Kaffee mit Tee verwechselt. Sorry. Oh Mann. Ich hätte nicht geschafft, wenn ich Tee dazu gemischt hätte. Das hätten wir glaube ich so gehabt. Okay. Wo waren die stehen geblieben? Die Hauptfigur. Sie klingt stark nach dir. Aber sicher, wenn man mich kennt, dann wird man das sofort merken. Ist das okay? Sicher, warum nicht? Klingt ein bisschen selbstverliebt. Oh, keine Sorge. Solange man mich nicht persönlich kennengelernt hat, wird man das nicht herauslesen. Und wenn die Hauptfigur wie ich ist, ist das für mich einfacher zu schreiben. Und wenn du meinst... Oh, sorry. Was hast du gesagt? Ja. Sorry, wenn ich direkt frage. Schreibst du Geschichten? Ja. Das hört sich cool an. Naja, gerade nur Fiktion. Kurzgeschichten für die Zeitung. Oder nicht fiktionale Geschichten über Leute aus der Stadt. Sie schreibt zurzeit an einem Roman. Und ich durfte gerade den Entwurf lesen. Hey! Wow! Wie viele Bücher hast du schon geschrieben? Naja, das wird mein erstes, wenn ich es fertigstelle. Ich wollte schon immer Geschichten schreiben. Aber Wort herauf zum Schwören ist schwer. Ich schreibe. Und kann nicht mal so komplexe Worte wie du nutzen, heraufbeschwören. Leute sagen mir, dass mein Vokabular ungewöhnlich ist. Was machst du?
Wie heißt du nochmal? Ah, pardon, mein Name ist Aqua. Hey Aqua, ich bin Freya. Und Barista des Cafés ist Zwerg. Hey Aqua, schön euch kennenzulernen. Also was arbeitest du so? Ich forsche an der Universität und mache Spiele mit in meiner Freizeit. Hey, das ist doch noch cooler als Geschichten zu schreiben. Danke. Und du behauptest, du könntest nicht schreiben? Aber du musst doch viel schreiben in der Forschung, oder? Sicher. Aber es ist wissenschaftliches Schreiben, nichts Erzählerisches. Woran forschst du denn? Ich habe mich auf grafische Datenverarbeitung spezialisiert. Wow. Das sind viele Berechnungen und langweiliges Zeug. Nichts, womit man viel Aufmerksamkeit bekommt. Oder eine große Leserschaft. Oh, hab vergessen, dass du Journalistin bist. Sorry, ich wollte dich nicht beleidigen. Haha, mach dir dann mal nicht so viel Sorgen. Alles gut. Entschuldigt, dass ich euch unterbreche. Ja? Du meintest, du forschst an Computergrafik. Richtig. Warst du an diesem neuen Paper zum Thema Fluid Rendering für 3D-Umgebung beteiligt? Ich glaube, einer der Namen war Aqua. Oh ja, das bin ich. Hast du es gelesen? Habe ich das Thema ist ziemlich wichtig für eines meiner Projekte. Oh, darf ich wissen, was für ein Projekt das ist? Es ist ein Teil einer Videospielreihe, Full Metal Conflict. Wow, ernsthaft, du arbeitest an Full Metal Conflict? Ups, sorry, ich bin etwas zu aufgeregt. Ist okay. Es ist toll, wenn man Leute trifft, die das sagen, die das mögen, woran man arbeitet. Ich liebe die Serie so sehr. Ich heiße übrigens Aqua. Aber das wusstest du schon. Mein Name ist Myrtle. An was arbeitest du genau? Ich bin eine der Technik-Artists. Ah, verständlich. Ja, ich wollte euer Gespräch nicht unterbrechen, aber hast du vielleicht eine Karte oder so? Wir haben eine Sache, wo wir Hilfe bräuchten. Wir haben schon über das Kontaktformular eine Uni angefragt, aber bis heute keine Antwort bekommen. Oh ja, das passiert leider öfters. Das Formular sendet die Anfragen an ein anderes Seminar. Und bei denen dauert das etwas länger, bis sie antworten. Das tut mir leid. Natürlich hätte ich erwarten sollen. Ich habe gerade keine Karte dabei, aber ich kann dir meine Mail geben, wenn du willst. Ja. Das ist meine Mailadresse. Jups, habe ich mir aufgeschrieben. Diese Full Metal Conflict Reihe, über die ihr weiter sprecht, ist das diese Reihe, die gerade verfilmt wird? Yep, richtig. Und um ehrlich zu sein, finde ich die Idee einer Filmadaption nicht so brillant. Aber es ist halt Hollywood. Die können vielleicht schrille Explosionen. Aber ich bezweifle, dass sie die Spiele gerecht werden können. Warum? Weil Spiele eine Geschichte sehr einzigartig erzählen können. Auf einem Weg, wie die es eben nur spielen können. Und da ist FMC das beste Beispiel für. Interessant. Spielst du selber? Naja, nicht so viel. Wenn dann obskure, kunstvolle Spiele. Solche, die auch in Ausstellungen stehen. Wirklich? Das ist komisch. Du bist nicht die Erste, die mich so nennt. Das meinte ich nicht. Möglicherweise sind Leute, die kunstvolle Spiele spielen, Leute, die von aktuellen AAA-Spielen gelangweilt sind. Richtig. Aber ich glaube, dass mit so künstlerischen Spielen auch eine ganz andere Zielgruppe erreicht werden kann. Im Gegensatz zu bekannten Spielen. Deshalb würde bestimmt viele sagen, dass sie keine normalen Spiele spielen,
oder nur eine Art, nur Art Games. Man kann heutzutage auch kleinere Spiele spielen. Das diskrete Selbsteigenwerbung sein. Werbung fürs Spiel im Spiel. Zum Beispiel Coffee Talk kann man ganz gut spielen. Sie aber trotzdem schwer zu greifen sein können. Solche künstlerischen Spiele zu verstehen, braucht nochmal ein ganz anderes Wissen. Na gut, Coffee Talk ist jetzt nicht so künstlerisch und anspruchsvoll, dass man es schwer zu greifen ist. Da gab es jetzt ein Videospiel hier mit der Kunstausstellung, ich weiß jetzt gar nicht mal, wie das hieß. Das war ziemlich arthouse. Das war so, Solche Spiele spiele ich auch ab und zu mal gerne. Solche künstlichen Spiele zu verstehen, braucht nochmal ein ganz anderes Wissen. Sorry, da habe ich wohl zu viel gesagt. Aber das ist meine Meinung. Guter Punkt. Ja, eine ganz gute Sicht darauf. Ich spiele solche Spiele wirklich gerne. Wirklich wegen der Leute, die mit denen ich arbeite. Und ja, du siehst echt wie so eine Art Hipster aus. Volltreffer. Also verstehst du meinen Standpunkt zum Thema Adaption, oder? Schon, ja. Gut, ich glaube, ich muss los. Ich schreibe dir direkt morgen früh wegen unserer Fragen. Wie viel Uhr ist es? Ich muss auch nach Hause. Wir können ja zusammen zur Haltestelle gehen. Wenn dir das nicht stört, ist Mörtel. Kannst mich ruhig nur nennen. Und natürlich stört mich das nicht. Wollen wir? Gerne. Danke dir, Zwergi. Und dir auch, Freya. Viel Erfolg beim Schreiben. Passt auf euch auf. Werden wir. Man sieht sich. Seid vorsichtig auf dem Heimweg. Matsch, matsch. Aqua läuft raus. Also. Ja. Das war ein nettes Gespräch. Du hast mir noch kein richtiges Feedback zu meinem Entwurf gegeben. Und ich habe gesehen, dass du manchmal reingeschaut hast. Also. Das gefällt mir irgendwie. Ernsthaft? Das ist alles? Ich bin doch kein Lektorat. Erwartest du, dass ich dir eine Liste an Sachen gebe? Ja. Eine verschlossene Persönlichkeit. Aber ich bin zu oft hier. Ich weiß, was deine Gesichtsausdrücke zu bedeuten haben. Du hast einiges zu sagen, oder? Gib's zu. Okay, hast dir recht. Das wird nicht wenig. Und ich werde ehrlich sein. Naja, die Nacht ist noch jung. Los geht's. Okay, fangen wir beim ersten Teil an. Also den Anfang, den ersten Beginn des Textes finde ich ja ganz, ganz gut, wie du die Einleitung schreibst und da damit die den Übergang zum bla bla. So, weiter geht's. Mit dem nächsten Tag. Sonntag, der 27. September 2020. Und wir haben nun an einem Montag begonnen, deswegen Dienstag. Auf jeden Fall haben wir jetzt schon die Woche gleich rum. Das könnte schon das Ende des Let's Plays sein. Des Spiels zumindest. Forschungen zeigen, die meisten Sedative gegen Zoren auf dem Markt sind nicht sicher. Porträt. Morris Nestor von Tellerwäscher zum Millionär. 27-jähriger Versicherungsfachmann, Pyjama geköpft im Bett aufgefunden. Oha. Oha. Schon da. Willst du noch etwas trinken? Nein, passt schon. Ich bestelle noch was, wenn ich das durchgelesen habe. Okay. Lass ich dich mal mit dem, was auch immer. Es ist alleine. Oh Mann. Da ist Aqua. Oh, Aqua. Schön, dich wiederzusehen. Hey, Freya. Hey, Zwergi. Guten Abend, Aqua. Wie geht's euch zwei? Wie immer.
Mir geht's gut. Und dir? Gut, danke. Und dir? Ups. Das habe ich schon gefragt. Sorry. Nicht schlimm. Ist Mittel so verschwindlich hier? Nur Zweige und ich. Und jetzt natürlich du. Trefft ihr euch heute Abend hier? Oh, nee. Ich dachte, dass sie vielleicht heute wieder hier ist. Du hast ihre Mail, oder? Ja. Warum schreibst du ihr nicht und fragst, ob sie herkommen können möchte? Das funktioniert bei ihr, bei mir immer, wenn ich mit Leuten reden möchte. Das könnte ich nicht. Ist eh nicht so wichtig. Ich wollte nur noch mal über eine Frage sprechen, die ihr Team mir heute geschickt hat. Kriegst du darüber sprechen? Naja, ich sollte bestellen, oder? Immer mit der Ruhe, Hagbar. Oh, ich weiß schon, was ich haben möchte. Eine Tasse Tee mit Zitrone und Zimt. Eine Tasse Tee mit Zitrone und Zimt. Das ist wahrscheinlich hier das Rezept für den. Was war das? Für das spezifische Getränk, was er vorhin bestellt hat. Tee mit Zitrone und Zimt. Russischer Tee. Da. Hier ist deine Bestimmung. Oh, das sieht gut aus. Wenn ich mich richtig erinnere, ist sowas russischer Tee, oder? Da. Utschnirrausho. Ja, woher kennst du das? Hab schon mal davon gehört. Aber die Mischung ist nicht wirklich aus Russland, meine ich. Nicht? Jetzt? Nicht aus Russland. Es kommt irgendwie aus einem Community-Cookbook. Da hast du recht. Wow, du weißt ja ziemlich viel. Ich glaube, ich bin nur zu viel im Internet. Seit wann bist du hier, Feuer? Ich sitze hier, seitdem wir uns gestern gesehen haben. Gleit gestern? Schluck erstmal runter, Alpha. Sorry. Seit gestern? War nur ein Scherz. Oh. Das wäre verrückt. Warum? Oh nein. Ich wollte nichts Böses sagen. Nimm dir nur mal eine Auszeit. Du auch, Zwänge. Schaut wirklich, dass sie genug Ruhe bekommt. Das mache ich natürlich, Aqua. Danke für die Erinnerung. Ach, Aqua. Ja? Woher kommst du? Weil dein Akzent, den ich nicht spreche. Du kommst nicht aus den Staaten, oder? Nein. Ich komme aus dem Ozean. Wow, du bist wirklich Ozeanerin. Wer hätt's gedacht? Also die Flossen, die Tentakel. Wer hätt's gedacht? Geboren und aufgewachsen. Warum bist du dann hierher gezogen? Amerikanisch Traum. Bist du mit deiner Familie hier? Nein, ich bin die Einzige, die ausziehen konnte. Oh. Darf ich fragen, warum? Für uns ist es nicht leicht. Vor allem für unsere Frauen. Also, an die Uni zu gehen. Ich habe ein Stipendium und damit die Möglichkeit bekommen. Ich war mir aber nie sicher, ob ich ausziehen soll. Aber meine Eltern wollten das. Wie lange bist du schon hier? Fast 2 Jahre. Und besuchen dich deine Eltern oft? Können sie nicht. Es ist für uns sehr schwer, ein Visum zu bekommen. Tut mir leid, das zu hören. Schon okay, wir sind im Kontakt. Mindestens einmal die Woche telefonieren wir oder Videochatten. Und hast du noch Geschwister? Natürlich. Wir sind Seemenschen. Meine
ganze Freundschaft ist etwa so groß wie Seattle. Wow. Das sind viele. Hast du wirklich so viele Verwandte? Hihihi. Natürlich nicht. Das wäre etwas übertrieben. Aber wenn man die Kinder und Enkelkinder meiner Großeltern dazu zählt, wir sind schon Hunderte. Heilige. Und du, Freya? Hast du Geschwister? Ja, aber nicht so viele wie du. Ich habe einen kleinen Bruder. 4 Jahre jünger. Und er lebt auch in Seattle? Nein, in San Francisco. In der Nähe unserer Eltern. Er ist der Gute und ich die Rebellin. Er arbeitet in der Tech-Branche. Kümmert sich am Wochenende um meinen Vater. Das ist nett von ihm. Ja, wirklich. Es erinnert mich an aber an etwas. Ich sollte sie besuchen, wenn ich mit dem Entwurf fertig bin. Ja, solltest du. Besuch sie so oft, wie du kannst. Ich weiß. Naja. Ich würde noch was bestellen. Noch ein Espresso. Wie immer. Wie fast immer, meinst du? Ein Espresso. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ganz genau. Mittel haben wir dazu bekommen, Aqua. Geburtstag 12. Januar, Forschung am Tag in die Dev bei Nacht. Ja. Der sieht ja hier elegant aus. Am Podium reden schwingen. GameDev arbeitet zurzeit an der Full Metal Conflict Reihe. Ja. So. Espresso kommt sofort. Der Espresso ist fertig. Danke. Stark. So wie ich ihn nehme. Oha, wer ist denn da? Guten Abend, der Herr. Guten Abend. Wie kann ich dir helfen? Oh ja. Ich weiß nicht, was ich trinken soll. Vielleicht etwas Warmes? Gefällt dir nichts auf meinem Menü? Ich kann ja auch etwas anderes machen. Naja, okay. Kennst du das Getränk? Kennst du das Getränk STMJ? Leider nicht, habe ich noch nie gehört. Aber wenn du mir sagst, was reinkommt, kann ich es gerne versuchen. Ah, wunderbar. STMJ steht für Susu Tenmo Madunyahe aus Indonesien. Milch, Ei, Honig und Hefe. Verstanden. Milch, Ei, Honig und Hefe. Was? Warte, du hast Eier hier? Natürlich. Nicht hier vorne, aber ich hole eins her, nur wenn der Rest zusammengemischt ist. Großartig. Dann hätte ich gern in welcher STMJ, bitte. Okay. War das noch gleich? Oma hat es aufgeschrieben. Russische Tee. Aber große Güte, ich habe es mir nicht gemerkt. Ich muss mal nachgucken. Milch, Ei, Honig, Ingwer. Okay, Ei holen wir später zu, also Milch, Honig und Ingwer. Milch, Honig und Ingwer. Milch, Ei, Honig und Ingwer. Okay. Das Ei kommt dann dazu.
hier ist dein, ist die MJ. Schauen wir mal. Schmeckt fast gut. Sorry. Magst du mir sagen, was ich hätte anders machen können? Ich glaube, der Honig und der Ingwer muss nach der Milch dazu. Notiert. Das ist aber okay. Ich bin schon viel in die Staaten herumgereist. Mein Kaffee konnte einen richtig guten Steamjob machen.